Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ja, ja, ist klar, von dir, dem Wohnprinzen. Na, man kann es ja mal versuchen. Ich übernehme mal. Hi, hallo ihr Lieben. Ich bin's, euer Wohnprinz mit meinem Mann Tom Schatz Schniedelibutz Diddledi Dats. Heute ist so ein bisschen wohnvloggig. Ich gehe mal ein bisschen hier, wo es Licht ist. Ne? So. Sieht man was? Wo ist denn das beste Licht? Ach, das Wohnzimmer ist so schön. Wir haben heute ein Video zu unserer neuesten Errungenschaft und wir dachten uns, wir bestellen das einfach mal, weil es halt so billig ist. Statt 200 Euro, 86 Euro, dachten wir uns, komm, wir probieren das einfach mal aus. Und es hat uns so überzeugt jetzt übers Wochenende, dass wir uns gedacht haben, da müssen wir ein Video zu machen. Unsere neueste Geheimwaffe ist ein Saugroboter. Jetzt werden alle sagen, oh mein Gott, wie aufregend. Ja, dachte ich auch. Aber es ist tatsächlich so. Und zwar ist das der... Übrigens, wir haben das selber bezahlt. Wir werden nicht für dieses Video bezahlt. Das ist der Dirt Devil Spider Robotic Vacuum Cleaner. Weil wir haben ja Katzen. Und wir dachten uns, Katzenhaare fliegen immer rum und immer so kleine Fellmäuse, die dann durch die Gegend fliegen. Wir bestellen uns den einfach mal. Und der kam an und sieht so aus. Da ist das gute Stück. Der kann halt saugen. Der hat einen integrierten Akku. Und ich zeige euch mal kurz, wie man hier zum Beispiel wechselt. Man macht das Teil auf. Wie war das mit dem Aufmachen? So. Und das ist der Filter. Den nimmt man so raus. Ne? Und dann sieht man hier unten, ich drehe das mal um, da sind so Bürsten, die alles in die Richtung, hier ist das Saugteil, alles dahin quasi schleudern. Ne? Und dann saugt er das auf. Der Filter hier sieht so aus, wie eine kleine Tupperbox. Mit dem Filter drauf. Du musst es darauf halten, oder? Ich halte es so. Ja, halt mal. Mach mal auf dem Filter. So, das ist der Filter. So sieht das Ganze aus. Genau, kann man gut mit einer Bürste. Ich habe jetzt eine alte Spülbürste genommen. Damit bürste ich den einfach immer ab. Jetzt genau. Mach mal wieder rauf. Das kommt da so rauf. Genau. Dann der Deckel wieder. So, ein bisschen festdrücken. Dann kommt der Deckel. Und dann legt man das da rein. Ich erkläre euch mal kurz, wie der saugt. Und zwar saugt er in drei verschiedenen Modis. Ach, hier sieht man das auf dem Karton ganz gut. Einmal nimmt er hier, fährt er an den Ecken lang, dann macht er so Spiralen oder so gerade Linien. Ne? Und das Coole ist daran, damit, also es gibt einmal die Spirale, die Ecke und das Chaosprinzip. Das Chaosprinzip heißt, er fährt überall irgendwo einmal lang. Das Gute daran ist, dass der hier vorne, ich zeige euch das mal eben, ach nee, falsch rum. So, zack, 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 zack. Na? So, hier hat er einen Sensor. Das heißt, wenn er irgendwo gegenkommt, ändert er die Richtung. Ich mache ihn jetzt mal an und die Katzen finden das auch total interessant. So, und jetzt fängt er auch schon an, direkt unter den Tisch zu fahren, wo wir es etwas schwerer haben zu saugen. Und jetzt kommt die Tischkante. Seht ihr das? Da fährt er gegen, hat den Sensor und ändert die Richtung. Jetzt kommt was, was ich besonders liebe. Er fährt unter das Sofa. Ist das nicht cool? Schatz, was sagst du? Ja, weg ist er. Er kommt irgendwann auch wieder hervor. Er manövriert da jetzt so ein bisschen hin und her. Lumpi ist bei dir. Cool finde ich, ja, es erspart einem zumindest so die anstrengende Arbeit unterm Sofa, unterm also Tisch. Nochmal, es erspart einem halt die anstrengende Arbeit unterm Sofa zu saugen, unterm Tisch zu saugen, das Ganze hin und her schieben, sowas alles. Genau, der fährt ja sogar da hinten unter die Anrichte drunter. Ja. Und die Katzen finden das total interessant, na Lumpi? Wo ist der Sauger? Nase, 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 würde jetzt Principessa sagen. Liebe Grüße an euch, Principessa. Und ja, wir waren das tatsächlich in der Fleischauer Straße. Aber jetzt nochmal zum, ja? Zum Thema. Also ich meine, wie gesagt, es erspart einem so ein bisschen das Saugen in schweren Situationen. Und vor allen Dingen, man kann ihn einfach anmachen. Man kann ihn einfach wirbeln lassen. Man muss es nicht selbst machen. Ich mache das so. Unterm Bett, ganz ehrlich. Wer von euch saugt unterm Bett? Ganz, ganz selten. Er fuhr in das Bett, kam wieder raus und war voll. Voll mit Staub und Katzenhaaren. Oh, jetzt hat er mich gerade angefahren. Jetzt fährt er hier gerade Richtung Lumpi. Das wird interessant. Lumpi, lass dir das nicht gefallen. Jetzt hat er die Spiralwirkung. Passt auf. Jetzt fährt er im Kreis und gleich nimmt er immer ein Stückchen weiter. So, jetzt wird er immer größer, der Kreis.
Also total abgefahren. Und ich muss sagen, ich bin so happy, dass wir uns diesen Staubsauger gekauft haben. Weil das echt cool ist. Man lädt ihn 4 Stunden. Er ersetzt keinen richtigen Staubsauger. Das heißt, einmal die Woche mit dem normalen muss ich auf jeden Fall saugen. Aber ich habe dann tatsächlich nicht mehr viel zu saugen. Das Schöne ist eben, man stellt ihn an, man lässt ihn durch die Wohnung. Wie lange brauchen wir unsere Wohnung? 1 Stunde, ne? Jo. Fährt 1 Stunde rum, wenn er leer ist, piept er, dann laden wir ihn wieder auf. Fertig. Ja, und zwischendurch muss man natürlich das, was er gesaugt hat, auch mal auswechseln. Hallo. Muss man dann auch auswechseln, genau. Jetzt ist er wieder unter der Anrichte. Gucken, ob wir das sehen können. Kann man ihn erkennen? Also er macht uns ein bisschen Licht, ne? Aber nicht allzu viel. Genau, jetzt saugt er alles einmal ab, ne? Ja, in der Mitte ist ja noch ein Bein, da kommt er jetzt nicht dran vorbei, da versucht er jetzt aus dem Rücken. Guck mal, jetzt fährt er ums Bein rum. Ist das nicht geil? Schatz, was machst denn du da? Ich guck zu. Ob er auch alles wirklich saugt. Also am Anfang, die ersten Male, sind wir tatsächlich immer hinterhergelaufen, um zu gucken, wie er denn nun saugt. Und wir hoffen, dass wir euch auch mit so einem Video außer der Reihe, was ja nun eigentlich überhaupt nicht geplant war für heute, dass wir euch damit so ein bisschen unterhalten können und vielleicht sogar auch als Tipp. Also der kostet gerade unter 90 Euro, ist die absolute Waffe bei glatten Böden und kurzflorigen Teppichen. Und ich bin am Überlegen, ob wir noch einen zweiten bestellen, ne? Schatz? Ja, mal gucken. Also wir sind echt dabei zu überlegen, ob wir nicht noch einen zweiten nehmen. Jetzt fährt er gerade durch den Flur. Hier liegt noch ein Kabel. Achtung, Lumpi, lass dir das nicht gefallen. Übrigens lustig, ne? Unser Kater säuft nur noch Wasser, wenn das auf dem Topf steht, damit es schön hoch ist. Also total cooles Teil. Wir freuen uns super darüber, dass wir ihn bestellt haben und das Schnäppchen auch machen könnten. Wie viele es davon gibt, weiß ich nicht. Also falls ihr euch interessiert für so einen und ihr habt glatte Böden und ihr wollt einfach zwischendurch immer mal einen Sauger durchlaufen lassen, weil ihr auch Haustiere habt oder so. Also bei Haustierhaaren auf dem Boden genau das Richtige. Jo. Und wie heißt der? Ist der Spider von Dirt Devil? Nee. Der. Also unser Staubsauger. Ja. Das dürft ihr entscheiden. Ihr schreibt jetzt bitte in die Kommentare einen Namen, wie wir unseren Staubsauger nennen können. Also ich war für Staubi. Staubi finde ich cool. Was sagt ihr? Oder Dirty Harry. Dirt. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Ich wollte euch mal ein kurzes Update geben von unserem Arbeitszimmer. Denn ihr habt ja tatsächlich gesagt, nee, Basti, das mit den Vorhängen und so, die Idee ist nicht so gut. Das wird nicht aussehen. Und deswegen haben wir uns, hier ist übrigens meine schöne Tür, das Video müsst ihr euch angucken, wie das funktioniert. Super einfach, unter 8 Euro sogar, ich habe 7 Euro noch was für die Rolle bezahlt. Total cool. Auf jeden Fall habt ihr gesagt, nee Basti, bitte kein Vorhang da rein. Wir sind jetzt im Arbeitszimmer, wir haben einen schönen Stock, wir haben eine neue Lampe bestellt, die kommt bald. Und das ist die Wand. Ganz viel Arbeitskram, unsere Kameras und so. Also steht viel rum. Hier, wie immer eigentlich in unserem Arbeitszimmer, hier sind schon die Essstühle. Es wird richtig cool. Und wir müssen noch Vorhänge aussuchen. Und es gibt einen Arbeitsplatz, der gleichzeitig Stauraum ist und Platz zum Arbeiten. Also es wird ein Ess- und Arbeitszimmer, was aber nicht danach aussieht. Ich freue mich drauf. Also wenn euch dieses... Ach, guck mal, mein Schatzi. Ja, du magst es immer, wenn Papa dich wie ein Baby hält, ne? Guck mal, da bist du. Nase, Nase, Nase. Also, Dankeschön fürs Einschalten. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und jetzt sind wir auf eure Namensvorschläge gespannt. Genau. Dankeschön fürs Einschalten. Wir verlinken dir jetzt hier nochmal ein Video. Klick rein. Wir würden uns freuen. Das ist ein richtig cooles DIY und sagt uns doch mal bitte, ob ihr weitere Videos haben möchtet zu Haushaltsgeräten, die Welt nicht braucht. Denn wir haben einige Haushaltsgeräte schon in den letzten Jahren bestellt, ne? Jo. Ja, Fienchen, du willst auch ins Video. Guck mal. Ja, die flüchtet ja gleich. Ja, die flüchtet. Okay, Dankeschön fürs Einschalten. Schreibt uns, ob ihr weitere Videos sehen möchtet, so mit Haushaltshilfen. Wir haben da schon einiges wirklich geordert und auch für Trockner und solche Sachen. Also, man spart Geld und Zeit damit. Und das ist so das, was ich immer ausprobiere. Stimmt das, was die Leute im Fernsehen sagen? Ich meine, ich bin ja auch jemand, der im Fernsehen Sachen verkauft, aber eben nur da, wo ich auch hinterstehe, ne? Und sowas teste ich immer total gerne. Wir haben zum Beispiel auch mal Fensterputztücher bestellt, die
Es ist zweiteilig. Mit dem einen wischt man nass, mit dem anderen wischt man trocken, ohne Reiniger und streifenfrei. Du hast es probiert, ne? Ja, funktioniert. Also wenn ihr ein Video dazu wollt, lasst es uns wissen. Hm? Tschö! Tschö!